Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. In der letzten Folge haben wir eine Sicherheitstür unten irgendwo geöffnet. Die werden wir uns auch gleich angucken. Wir schauen uns hier noch mal an. Kind, es kommt was und es ist wütend. Okay. Ma'am. Wen hat Darkmeat uns denn da gebracht? Yun Long? Oh. Bingo. Deine Wahrnehmung wird dauerhaft um 1 erhöht. Wow. Schön. Mister? Versprochen, dass wir schaffen. Versprochen, dass wir schaffen. Gott ist nicht rein. Tut mir leid. Tut mir so leid. Wo müssen wir hin? Danach ganz unten müssen wir hin. Ich sollte zwischendurch mal speichern. Mal hier schon reingeguckt, Mentate. Luca. Huch, Hund. Ach, Bethesda. So richtig prickelnd ist das nicht. Computerterminal. Nochmal entsperren. Mal gucken. Ich bin für Crash. Treffer ein. Cells. Ein. Das heißt, das, was mehr oder weniger bleibt, ist C. Es ist ein Wort mit C. Richtig? Root Shape, Spence, Harm, Break. Nee. Moment. Crash? Achso, ja doch. Der Buchstabe, der gleich geblieben ist, ist das C. Bin ich da jetzt so verkehrt? Harem, Break. Gewinn 0. Sperre einleiten. Was? Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt. Okay, gut. Dann können wir es nochmal probieren. Natürlich mit einem anderen Kennwort. Versteht sich. In der Zwischenzeit holen wir uns hier noch ein paar Gegenstände. Was ist das hier? Ah, okay. Oh ja. Ich freue mich schon. Was ist da hinten vielleicht noch? Nix. Okay. Jetzt aber, komm. Willkommen, Passwort. Real. Goons. Deems. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, aber ich dachte, die richtigen Positionen werden angezeigt. Wenn ich also sowas habe, 0 Treffer. Goons. 1 Treffer. Jetzt nehme ich Giant. Habe auch einen Treffer. Da hätte ich jetzt gesagt, Giant könnte natürlich auch das N sein vom Goons. Weil Guess wird nicht funktionieren. Sperre eingeleitet. Ah, verdammt. Warten wir auf den Reset. Jo. Ich bin gespannt. Ach, du heißt jetzt Dogmeat. Hundefutter? Ach, du siehst aber putzig aus, echt. So, jetzt aber. Ja. Ah, okay, wir können es ein bisschen beschleunigen. Darren. Nix. Bands. Nix. Freed. Spear. Also. Na, geht doch. Sicherheitstor entriegeln, ist doch schon. Ach, das hätten wir hier auch machen können. Ja, okay. Unnütze Funktion. Dann schalten wir das ganze Ding mal hier ab. Jetzt ist der Strom alle. So, und jetzt müssen wir
komplett nach oben. Und kriegen vermutlich das, wonach wir begehren. Also sprich ein Anzug. Was ist hier? Schreibtisch. Kronkorken. Das ist gut. Schere. Netzrelay-Spule. Ja, warum auch nicht? So. Jetzt müssen wir... Ach, das war hier hinten lang. Okay. Wo geht's weiter hoch? Du musst irgendwie da oben rauf. Da wahrscheinlich, ne? Nee, hier nicht. Da lang. Commonwealth. Aha, hier ist ein Ausgang. Ah, hier. Speichern wir mal ab. Geht doch raus. Wow. Ja, du hast was gefunden? Lock. Aha, okay. Das können wir uns dann später angucken. Zahnbürsten. Aha. Cool. Oh. Haben wir alles drin? Ja. Wow. Geil. Powerrüstung reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst und verhindern Schaden durch Stürze. Linker Arm, rechtes Bein und die Panzerung. So. Wie kann ich jetzt... Aha, aha, aha. Minigun. Wie lege ich die jetzt? Q. Aha, man kann sich die... Schön, gut, wusste ich nicht. Man kann sich die auch angucken. So, und dann nehmen wir uns die Minigun jetzt hier auf die 7. Was? Na, wo haben wir denn noch was? Sind wir schon durch? Yeah! Na, kommt her! Na komm, komm. Macht Spaß. Wir müssen aber aufpassen. Nachladen. Ja. Scheint, als wäre alles sauber. Nee, da hinten war noch jemand. Ist es jetzt vorbei? Ich weiß es nicht. Möglich. Was sagt denn die Aufgabe? Nein, ist noch nicht vorbei.
Da ist einer. Komm. Jetzt. Was ist das? Ach, du heilige Scheiße. Was ist das denn? What the fuck? Was ist das für ein Vieh? Ich habe keine Munition gleich mehr. Immerhin ist es nur einer. Ja. Aber ich brauche Munition. Freundchen. Todeskralle. So, Blanco. Krieg ich irgendwo Munition? Ne? Nix Munition. Wo ist er? Wo sind sie hin? Hab sie gefunden. Kurze Feuerschüsse. Ist doch Schwachsinn hier. Das ist doch... Nee. Kein Grund zur Sorge. Nee. Ach, was haben wir da? Ist die Schrote. Da haben wir nichts drauf mehr. Kein Grund zur Sorge. Was heißt hier kein Grund zur Sorge? Ich habe keine Lust, denen direkt gegenüber zu stehen. Wisst ihr was? Ich will gucken, was das Ding drauf hat. Und... Wow. Gut. Wow, 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 wow. Ui, 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 ui. Komm her. Da ist er. Puh. Der hat leichte Zuckungen. Leicht aber nur. Wie geht's dir, Hund? Okay. Ich bin nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich hätte nämlich einiges an Munition sparen können. Okay, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo hier was bekommen. Hier sind zumindest noch... Ja, ja.
Das ist mir jetzt erstmal egal. Vielleicht kann ich mit denen da oben handeln. Aber die haben hier so viele Sachen gerade. Ach, den da hinten hatten wir schon. Okay. Ich glaube, ich bin zu überladen, oder? Schrott. 344. Ach, heilige Makrele. Nee, nee, nee. Weg. Weg. Auch alles kostet Geld hier. Todeskrallenklaue. Ja. Ach so, wir haben... Wupp. So. Schnell rein. Hier ist noch einer. Und wir sind wieder zu schwer. Mir ging es hauptsächlich um die Klamotten, die sie bei sich führen, weil die vielleicht besser sind als unser Vault-Anzug, den wir haben. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja. Klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Fusionszelle und Kronkorken. Super. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Aber... Du erinnerst mich an meine Freunde. Die anderen Minutemen. Die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Hm. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Aha. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Ach so. Und ich kenne deinen Schmerz. Bestimmt. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aha. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Okay. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen wo? Sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Ich habe ja den Verdacht, dass der Sohn... Ja. Irgendwas Böses geworden ist. Wir wissen ja nicht mal, in welcher Zeit er gekidnappt wurde. Versteht ihr? Der könnte auch total alt sein und wir sind noch jung und so. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Okay. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. So, haben wir jemanden, der handeln kann oder so? Reden? Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Wir haben nichts zum Handeln. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen als... Ja, hatte sie. Oh, oh, die sind viel zu viel wert.
Aber ich, was war das? Den Löscher. Aber sowas von ablegen. So, dann gucken wir nochmal schnell. Wir haben Kleidung. Definitiv haben wir Kleidung bekommen. Die Schaden durchschalten. Ach so. Ach so, wir sind ja jetzt in dem Ding drin. Ne? Das hilft uns ja dann nichts. Ja. Das nützt uns ja nichts. Wir müssten ja erstmal unseren Anzug irgendwo ablegen. Was steht denn dann auf dem Programm? Wenn die Freiheit ruft, gehe zu Preston Garvey in Sanctuary. Das werden wir auch jetzt tun. Das ist nämlich die große Stadt. Den Gefallen erwidern. Das holen wir auch noch. Zeitreisen für Anfänger haben wir erledigt. Dann gucken wir mal. Müssen wir wohin? Vault, da nach Sanctuary. Ja. Okay, wir können von hier aus nicht schnell reisen. Das machen wir von hier draußen dann. Dann reisen wir noch schnell dorthin. So, jetzt aber, komm. Dass den Weg zum nächstgelegenen Questziel weist. Mhm. So. Denn hier können wir... wie können wir eigentlich das Ding hier ausziehen? Dogmeat hat was gefunden. Wo? Oh. Wo bist du, Hund? Hund? Okay, Leute, ich versuche den Hund zu finden und dann auch irgendwie den Panzer auszuziehen. Ah, da ist er. Ach, der... Ah, feiner Hund, feiner Hund. Der bringt sogar Sachen. Schön. Wir sind gerade ein bisschen über... Ja, bisschen fett. Nichtsdestotrotz, was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich werde an der Stelle hier die Folge beenden und werde offscreen, ich hoffe, ihr entschuldigt das, offscreen gucken, dass ich diesen Panzer abkriege, damit ich mir eine vernünftige Klamotte anziehen kann und das alles vorbereiten kann. Und vielleicht kurz rüber hier zu unserem... na, ihr wisst schon, da wo der, ach Gott, die ehemalige Autoreparaturwerkstatt war, ne? Da waren wir doch vor 2 Folgen oder so, dort schnell irgendwelche Items erstellen mit dem ganzen Schrott, was ich habe, damit wir den loswerden. In dem Sinne, gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn es euch soweit gefallen hat. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Schreibt in die Kommentare, vielleicht schaffen wir das ja auch noch, was ich übersehen habe und selber nicht mitmache und später dann lese, dass ich mich um die Sachen dann noch kümmere. Wie gesagt, ich produziere immer ein bisschen im Vorlauf. Und ja, lasst ein Abo da ansonsten. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Ciao.